Tagesspiegel hat über ihn geschrieben, Ramadan ist eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Kino, eine Charakterdarstellung mit einer B-Movie-Visage und einer Teddybär-Physis. Er darf die Rolle des Bad Boys mit einem Herz für Kakerlaken und pubertierende Teenager auch bis ans Ende seiner Karriere spielen. Und heute ist er endlich bei uns, Kida Koda Ramadan! Sigmar Solbach geht nicht gerne in Talkshows. Und ich glaube, ja, dich habe ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig oft, ja, in Talkshows gesehen. Ich bin gerne im Fernsehen, aber auch nicht so gerne in Talkshows. Ich kann sie verstehen. Wir haben auch ein bisschen was gemeinsam. Er hat 7 Staffeln gemacht. Ich habe nur nach 3 das Handtuch geschmissen. Ich hatte ein bisschen Angst, so Winnetou zu werden. So Tony Hamadi kann nichts anderes spielen. Deswegen habe ich gesagt, stopp. So. Ich glaube, bei dir war es bestimmt ein bisschen anders. Aber, ich bin gerne in Talkshows, aber auch nicht so gerne, weil man weiß schon so viel über mich. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Ja, kennst du das auch, dass man, wenn man so viele Interviews gibt, ja, also wir kennen das ja alle, ja, und du hast ja jetzt sehr viele Interviews in einer sehr kurzen Zeit gegeben, weil, ja, vor Blocks, also die Rolle Tony Hamadi, das war ja erst vor 2 oder 3 Jahren. Bist du auch manchmal gelangweilt von deiner eigenen Biografie? Nicht gelangweilt, aber dann überlege ich, was ist denn noch so in meiner Kindheit passiert? Was ist, was kann ich denn noch erzählen? So. Und dann, ich hab irgendwann mal meiner Presseagentin gesagt, ey, ich brauche dich jetzt nur noch, um Sachen abzulehnen, weil ich habe alles erzählt, die sollen googeln. So. Mhm. Ich habe echt in dieser kurzen Zeit von Staffel 1 bis Staffel 3 mein ganzes Leben erzählt, was passiert ist. Deswegen, genau. Und also ich finde, je mehr man in das Geschäft eintaucht, umso wichtiger ist es einem, auch manche Dinge nicht zu erzählen. Weil ich finde, ist total, ich finde über Sachen was erzählen ist immer easy, aber wenn die das dann wirklich drucken und man liest dann in der Zeitung, dann denkt man sich, oh Gott, was habe ich alles erzählt? Genau, so 1, 2 Geheimnisse habe ich noch so als Backup, so vielleicht, wenn irgendwann Neues kommt. Gefährlich, so. Gefährlich. Aber alles positiv, na klar. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe nur noch in Talkshows, wenn ich irgendwie ein Release habe von einem Kinofilm oder irgendwas. Und das ist heute der Fall. Das stimmt doch einfach alles. Ja, aber das ist auch okay. Wir nehmen jeden Anlass, um dich hier mal sitzen zu haben. Und was mir auch gut an dir gefällt, ich glaube, du gehst auch nur dahin, und das nehmen wir jetzt einfach mal als Kompliment, wo du auch richtig Lust drauf hast. Weil so richtig PR um jeden Preis machst du dann auch nicht, ne? Nee, mag ich auch nicht. Ich gehe zu keiner Shop-Eröffnung oder so. Nee. Oder irgendwo anders hin. Aber hier bei euch, ihr seid ja Kult, deswegen bin ich sehr gerne bei euch. Hättest du denn die richtigen Klamotten für eine Shop-Eröffnung überhaupt im Kleiderschrank? Ich bin jemand, der trägt eigentlich sehr viel so Jogger und so. Mir ist so ein bisschen, ja, scheißegal. Ich will gemütlich sitzen. Was ist aber der, genau, ich hätte auch, na klar, andere Klamotten. So. Aber ich gehe dahin, wo's, ich ziehe mich so an, wie es mir gemütlich ist. So. Ja, gemütlich ist, da bin ich noch nicht. Bei mir sieht aber sehr gemütlich aus. Ja, in der Mitte ist es immer wahnsinnig eng bei mir. Und ich muss auch, der Weg zum Jogger ist bei mir, der ist vorgezeichnet. Ja. Ich komme da jetzt auch hin. Ich habe dich einmal bei 2014... bei irgendeiner Preisverleihung gesehen, da warst du nominiert, da hattest du ein Smoking an. Das war, glaube ich, meine erste Nominierung. Das war die Lola. Ich dachte mir, wenn ich jetzt da mit einem Jogger antanze, das geht nicht. Ich glaube, da wollte ich noch ein bisschen seriös sein. Das war meine erste große Nominierung, glaube ich, und das war die Lola, 2014. Und warst du da schon so richtig, wusstest du da schon, es läuft jetzt richtig super für mich, jetzt geht's los? Nee, da wusste ich noch gar nicht, ob ich Schauspieler bin, obwohl ich schon gedreht hatte. Und ich dachte mir, bin ich jetzt Schauspieler, bin ich nicht Schauspieler? Der Elektriker macht eine Ausbildung, ist Elektriker, der Klempner ist Klempner. Und was warst du eigentlich, Kida? So, war so ein kleiner Film, so ein Arthouse-Film, und ich war dann auf einmal nominiert. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann, ja. Also ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Beruf noch weitermachen kann. Du hast ja damals auch, ich glaube, du hast erzählt, dass du danach auch noch in deinen damals noch aktuellen Beruf dann direkt von der Party, ja, genau, aus. Ich habe im Restaurant noch gearbeitet, als ich habe Teller gewaschen und ich habe so vorbereitet und so. Und ich hatte Glück, das war die erste Nominierung so. Ich habe das nicht gewonnen. Wer hat das gewonnen? Wie hieß der? Moretti. Tobias Moretti. Kein Schlechter. Tobias Moretti war, ist auch nicht schlecht. War gute Konkurrenz. Wollte gerade sagen. Genau. Und dann bin ich mit dem Smoking zu meiner Arbeit gegangen, habe weiter Teller gewaschen. Und der Chef, wo kommst du her mit dem Smoking? Ich habe gesagt, mein Cousin hat geheiratet. So. Und, weil ich hätte ihm das erzählen. Was sollte ich Ihnen das erzählen? Er hätte es niemals gepeilt. So, weißt du? Und ich dachte, also ich habe zu der Zeit auch sehr viel abgelehnt, weil ich nicht jeden Scheiß drehen wollte. Ich wollte mich fokussieren
entweder willst du diesen Beruf, dann warte ab, hab Geduld und warte auf, drauf, wenn du diesen Schuss kriegst. Und wenn du den kriegst, dann versuch gut zu schießen. So. Mhm. Und Gott sei Dank vertrauen mir sehr viele Leute in diesem Geschäft. Und, aber du hast... Du glaubst an den einen Schuss halt, oder? Man hat halt nicht beliebig viel Schuss, sondern du musst halt, oder sag mal, einer der ersten Schüsse müssen sitzen. Ich glaube, dass jeder Schauspieler in seinem Leben so, wenn er den Ehrgeiz hat und wer dann, ich meine, wer Ehrgeiz hat und wer den Mut hat und wer dafür kämpft und dafür brennt, dass er irgendwann mal eine fucking Chance kriegt. Mhm. Wenn ich was Falsches sage. Nein, absolut richtig. Und ich glaube, man muss ein bisschen Ehrgeiz, man darf nicht in der Ecke rumstehen und rumweinen, wann ruft denn die Agentin an? Ja. Man muss jeden Tag was dafür tun. Und wenn du dann schießen kannst, dann schieß man, Alter, sonst rennst du weg. Du hast den Schuss gekriegt und du hast aber sowas von abgefeuert, dass ich dir, glaube ich, alleine schon 5 Preise überreicht habe für alles. Ich habe dich oft auf der Bühne gesehen. Danke dir. Wir haben uns sehr häufig auf Bühnen getroffen. Ich hatte immer ein enges Kleid an und du einen Jogginganzug. Aber du hast immer einen Preis mit nach Hause genommen. Das ist ja auch übrigens beim Fernsehen so, dass die Sachen nie wieder verschwinden. Nicht nur, was du sagst, bleibt, sondern auch das, was als an Bildmaterial unterwegs ist, bleibt auch. Oh shit. Ja, man muss tierisch aufpassen. Aber für mich kommt dieser Hilferuf auch zu spät. Ich habe auch viel präsentiert, was ich heute lieber weg hätte aus dem Internet. Lass uns zu deinem Körper zurückkommen. du hast tatsächlich, ich kann Angst vor dir haben. Wenn du düster bist, kann ich Angst vor dir haben. Aber der Tagesspiegel schreibt, du hast auch eine Teddybär-Physis und so. Ja. Aber wenn du guckst, kriege ich Angst vor dir. Und du hast gesagt, du hast böse Blicke trainiert. Ja. Bevor du die Rolle des Tony Hamadi angenommen hast. So, genau, ich habe so ein bisschen recherchiert und ich habe so ein bisschen was für die Rolle getan. Das habe ich auch schon oft in Interviews erzählt. Ich bin oft U-Bahn gefahren zu der Zeit und habe Menschen die ganze Zeit in die Augen geguckt. Und habe denen in die Augen geguckt. Die dachten, was ist das für ein kranker Mensch? Ich wollte einfach mehr mit der, nicht mit den Dialogen arbeiten, sondern mehr mit der Mimik arbeiten. Ich habe so Goodfellas und das war immer in Amerika. Ich habe den Ton ausgemacht und Casino und ich habe Joe Pesci oder Robert De Niro die ganze Zeit ohne Ton 3 Stunden mir reingezogen. Und man versteht so viel, ohne einen Dialog zu hören. So, das war mir sehr wichtig, dass dieser Typ, diese Figur, dieser Roboter, Tony Hamadi, nicht so viel labert. Weil wenn jemand viel labert, dann ist das so ein bisschen, nehme ich den nicht ernst. So. Und dachte mir, das ist die Strategie mit dem Regisseur, haben wir das dann ausgedacht und so. Und der hat mir gesagt, geh mal in die U-Bahn und guck die Leute mal böse an. Und der hat mir so Schuhe, unter meinen Schuhen so Eisen drauf getan, damit ich so meinen Gang besser hinkriege, so im Takt so. Dass ich nicht so normal rumschlendere. Der hatte so gute Tricks. Er hat einen Roboter geschaffen, sagt er. Und er hat vollkommen recht. Ich kam immer so kaputt nach Hause. So. Und er hat gesagt, ich kann nicht mehr, 3 Staffeln reicht. So. Du hast es gut gehabt, 7 Staffeln, die Frauen feiern dich alle. Ja. Stefan, Frank. Tony Hamadi, der Mann, dem die Frauen vertrauen. Das wäre ein Untertitel gewesen, den hätte selbst Herr Thoma nicht hingekriegt. Hast du auf der Schauspielschule in Bochum auch den bösen Blick gelernt? Also hast du das? Nein, das haben wir auch überhaupt nicht gemacht. Also wir haben, manche sagen auch, ja, vor dem Spiegel muss man irgendwas da. Das haben wir also abgelehnt, das haben unsere Lehrer haben das abgelehnt. Nein, die haben gesagt, man muss es aus sich, tief aus sich heraus sehen und dann entsteht es automatisch. Ja. Marc, du bist auch so ein Typ, du hast auch das Böse in deinem Gesicht. Ich habe das auch gemacht, ich bin viel U-Bahn gefahren und habe Leute nett angeguckt. Um das zu üben. Und das hast du drauf. Ja, und sozusagen der Regisseur von The Voice of Germany hat mir Watte unter die Schuhe geklebt, dass ich so lustig laufe. Ah, siehst du, so kommt jeder ans Ziel, tatsächlich. Also ich glaube, du kannst mit wenigen Worten einen Chef darstellen. Jetzt bist du Chef gewesen, du hast Regie geführt. Ich finde das so ein großer Schritt vom Schauspieler zum Regisseur. Du musstest am Set den Leuten sagen, Alter, Dicker, ich weiß, wo es lang geht, wir machen es jetzt so. Ist dir das schwer gefallen? Nee, weil ich habe bewusst gute Schauspieler besetzt, die ich nicht so krass inszenieren muss. Mhm. Ich hatte mein Drehbuch gut im Kopf, ich habe mit den Schauspielern ein bisschen geredet und es hat alles super funktioniert und es hat Spaß gemacht, war eine gute Erfahrung.
Ich habe aber auch eine Hauptrolle übernommen in meinem Film. Das werde ich nicht machen bei meinem nächsten Regieprojekt, weil das, ich habe gemerkt, dass... Zu viel. Ja. Und das war, ich hatte Gott sei Dank einen super Kameramann, der Ciao, der mir da sehr geholfen hat und genau. Aber Text lernen musstest du nicht viel. Wir gucken uns mal einen Ausschnitt an. Auch diese Rolle eher wortkarg. Ja, die ersten 30 Minuten sagt der Hauptdarsteller nichts. Fantastisch, fantastisch. Das war super. So, und dafür warst du halt auch Chef, dass du das genauso umsetzen konntest. Wir gucken einmal rein. In Berlin wächst kein Orangenbaum. Nee, ich hab mich erst. Machen die schon die ganze Woche. Na, wie beschützt du den? Der ist in 3-4 Wochen weg. Krebs im Endstadium. Krebs? Ja, Ram, wer wird dich dann beschützen, hä? Dann frisst er dich auf. Ich friss dich auf, Ram! Hey! Noch so ein Scheiß Sicherheitsvorrauung. Geht's ab in den Keller, klar? Sehr gut. Vielen Dank. In Berlin wächst kein Orangenbaum. Demnächst im ersten zu sehen. Das ist, ich traue mich kaum zu fragen, ob es ein Happy End gibt. Willst du auch nicht verraten. Aber das sieht schon wieder nicht aus, wie nach die oberen 10.000 fahren mit einem dicken Auto durch die Stadt, oder? Nee, es gibt's ein schönes Ende, sage ich mal so. Okay. Du sagst in dem Film, in deiner Rolle, mein Leben hat sich gelohnt, denn ich konnte meiner Tochter zeigen, wo ich herkomme. Ja, das, ich war, der Film war zu Ende und irgendwie dachte ich mir, da fehlt irgendwie noch was. Da fehlt irgendwie, es ist gut, aber irgendwie brauche ich noch einen Satz oder irgendwie noch eine Szene. Nachdrehen konnte ich nicht mehr, war alles geschnitten. Dann bin ich kurz in die Kabine gegangen, es war beim Synchron, Nachsynchron, da habe ich den Satz nochmal gesagt, weil der Satz, ich bin aus dem Libanon und da kommen meine Wurzeln her. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig, dass meine Kinder wissen, wo ich herkomme. Mhm. Und das dachte ich mir, das muss ich noch mal so als Satz bringen. Dass man immer weiß, wo man herkommt. Gut. Genau. Sehr gut. Das weißt du, glaube ich, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass du... Ich glaube, du könntest es vor dir, aber auch vor deinem ganzen Umfeld nicht verkaufen, zu vergessen, wo du herkommst, oder? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Will Punkt ich auch nicht. In deinem... Nee. Ja. Also wenn, wie meinst du das aber? Ja, ich glaube, dass man irgendwie mit Erfolg verändert man sich ja manchmal so ein bisschen, weißt ja, du? Ja, aber genau, aber ich bin Kreuzberger Junge und wir Kreuzberger, wir verändern uns nicht. Wir bleiben immer Kreuzberger. So, und jetzt ganz kurz, Forsterstraße. War ich vorher als da hast du gewohnt? Seit 77 bin ich da. So, in der Forsterstraße. 2005. Und du bist seit 2005 in der Forsterstraße, deswegen heißt du Marc Forster. Ja. Also es wird oft verwechselt sozusagen, dass die Forsterstraße nach mir benannt wurde, aber es war tatsächlich umgekehrt. Tatsächlich, ich heiße ja Zwirten ja mit Nachnamen. Ja. Das war so, ist so Popsänger untauglich irgendwie. Absolut. Und ich nenne mich nach der Straße, wo mein Studio ist. Und ist das die Forsterstraße in Berlin? Ja! Habe ich auch mal gewohnt für einen... Nein, das ist nicht dein Ernst. Und jetzt sage ich euch was. Ich habe meine letzte CD auch in der Forsterstraße aufgenommen, bei Peter Plate. Ach, oh ja. Mein Gott, ja. Das ist doch kein Zufall. Auch Forsterstraße? Auch Forsterstraße. Ey, Kida, ich war die ganze Zeit around the corner und wir haben es nicht gemerkt. Aber welche Höhe? Welche Höhe? Ganz oben natürlich, 6. Stock. Keine Ahnung. Nein, ganz unten. Ja, unten, gleich das 3. Haus. Da, wo immer die Möbel vor der Tür standen, weil Leute sie aus dem Fenster geworfen haben. Genau, das ist genau dasselbe Haus. Ich bin eine Etage unter Peter Plate gewesen. So, dann hätten wir uns doch alle treffen können. Warum müssen wir in die NDR Talkshow gehen, um miteinander zu quatschen? Und vor allem, ich meine, Christiane Stenger ist Gedächtnistrainerin. Wie erinnerst du diese Nachbarschaft? Ich meine, wie waren die Jungs? Also, das ist ja ein Zeitkontinuum, was wir hier befinden, wann wir wo waren. Also, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Höhe ich gewohnt habe, aber es war ziemlich nah am Ufer.
Da am. Okay. Ah, dann war sie weiter. Wir sind weiter. Da, Girly. Da, wo ich gewohnt habe. Nee, nee, wir sind Girly. Wir sind mehr am Girly. Ja, genau. Wir sind so. Richtung Girly. Jetzt müssen wir abbrechen an der Stelle für all die Leute, die nicht genau wissen, wo der Girly ist. Du warst und du bist es, glaube ich, noch immer. Wobei du sagst, du bist gar nicht geschäftstüchtig. Mit Geld kannst du nicht umgehen, bis heute, hast du gesagt. Also. Ich ich weiß, wie man Geld ausgibt und so, aber ich bin jetzt nicht der Krasseste mit Geld ausgeben und so, genau was du sagst. Okay, aber du hast immer gerne Geld verdient, was ich total gut nachvollziehen kann, und du hast einfach eine coole Masche. Ich möchte nur eine Sache, wahrscheinlich hast du es auch schon mal erzählt, aber ich finde es so cool, als du wirklich ein bisschen Geld gebraucht hast, hast du einfach mit Graffiti was geschaffen, was heute vielen Japanern noch sehr viel Freude macht. Wir haben, ja. Das habe ich aber auch noch nicht oft erzählt, aber gut. Wir haben da beim Mauerwechsel waren wir kleine Jungs und dann haben wir auf dem Hof die Steine kaputt gemacht, haben das so mit Sprühdosen bemalt und haben das so an Japanern und Asiaten verkauft als Mauersteine. Und irgendwann mal, wir haben immer mehr, jeden Tag mehr übertrieben, so, weil es wurde gut verkauft, aber dann hatten wir so die fetten Steine, jetzt hat aber keiner mehr abgenommen. Fantastisch! Der eine oder andere, der sowas gekauft hat, ja, für 200 Euro, der geht jetzt zu Hause ans Regal und guckt sich das Ding mal ein bisschen genauer an. Du hast eine Sache gemacht, du bist ein wahnsinnig guter Bullspieler. Wir haben einmal einen Film, wir gucken uns das einmal an, wie du die Kugel triffst, ist Wahnsinn. Ich bin ja da geboren, also... So, warst da so im Kreis. Alle, jetzt. Hey! Das war auch genau die, die du treffen solltest. Das ist genau am Paul-Lincke-Ufer, Ecke Forster. Also Marc weiß, was, wo das ist. Und ich war da als kleines Kind, das war so unser Terrain, unser Spielplatz. Und jeder hat von mir und den Freunden, mein Bruder spielt sehr, sehr gut zum Beispiel. Ja, und ihr zappt zusammen, oder? Ihr habt die fertig gemacht, die anderen. Und du warst in einem guten Team, gell? Ich hatte mit Dominik Zuropa hieß der, sein Vater war der Krasseste so, und in Berlin. Auch deutschlandweit, und ich habe immer mit dem zusammengespielt. Dann haben wir auch alles gewonnen, was es gibt. Oder kriegt man da auch Geld? Du musst dich in so ein Turnier eintragen und am Ende kriegst du das Turniergeld gewonnen. Oder du zockst nebenbei. Oder genau. So. Ja, was man so macht. Es macht halt mega Spaß. So. Und du hast auch mal gesagt, dass das Bullspielen dich auch so ein bisschen von der Straße gehalten hat. Was hat dich gerettet auch zwischendurch auch mal, definitiv, oder? Definitiv. Das war so ein großer Grund, dass ich nicht so ausgerutscht bin und immer gesagt habe, ich gehe jetzt mal Bull spielen. Ich schieße jetzt mal auf die Kugel. Okay. Ja. Also, liebe Kinder zu Hause, wenn ihr gerade kurz davor seid, schießt auf die Bahn Kugel zu geraten, schießt auf die Kugel. Man sagt schießen. Also. Ja. Ja, ist klar. Schießt auf die Kugel. Dann werdet ihr vielleicht irgendwann, aber nicht ganz sicher, so erfolgreich wie Kida. Ich finde es ganz toll, dass du da bist. Ich freue mich voll auf dein Regiedebüt. In Berlin wächst kein Orangenbaum. Ich schicke den Link heute Abend. Ja, ich habe ihn schon, ehrlich gesagt. Okay. Und ganz ehrlich, ich bin total gespannt, wie das alles weitergeht. Vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Wir wissen das sehr zu schätzen. Kida Kuda Ramadan!